So, ich wollte euch einmal ganz kurz das Deck zeigen, was ich in London gespielt hätte, wenn ich in London gewesen wäre. Und das wäre einmal Sprite gewesen. Ich dachte mir, ich zeige euch einmal ganz kurz das Deck, wie ich spielen möchte und warum ich das spielen möchte. Denn ich habe ein paar etwas andere Takes wie viele andere. Und da gehe ich aber gleich ganz kurz drauf ein, wenn wir soweit sind. Erstmal fangen wir an mit dem Sprite-Package. Das habe ich natürlich auch relativ standard gehalten. Es sind einmal Blue, es sind Jet. Es sind Carrot und es sind Red. Es gibt viele, die argumentieren davon, jeweils ein- und zweimal zu spielen. Das kann man grundsätzlich machen. Die Hardware zu haben, wenn man First geht, ist schon nicht bad, aber eigentlich willst du sie über Starter aufs Feld specialen in der generischen Runde. Wenn der wirklich halt für Evening geht, ansonsten möchte man halt die Möglichkeit haben, mit Starter halt einen von den anderen zu holen. Und ihr habt meistens auch das Feld ein bisschen voll, das heißt, es ist nicht unbedingt ratsam, halt davon einen Hard zu drawn, weil ihr vorher Monster von euch removen müsst, damit ihr die auch wirklich halt sinnvoll nutzen könnt. Deswegen würde ich beide auch nur auf einen spielen, weil. Ein Grindcamp habt ihr sowieso nicht in dem Deck mittlerweile, deswegen reicht es mit der Rage komplett aus. Die müsst ihr logischerweise maximieren, weil die sind halt gut. Dann spielen wir Starter 3, Gamma Burst und Smashers, alle im Main Deck. Die Fallenkarte ist nicht im Main Deck. Ihr werdet die gleich aber im Side Deck noch sehen. Da komme ich aber gleich zu, wenn wir soweit sind. Das sind die Karten, die an sich immer gut sind. Die ist grundsätzlich, wenn ihr First Kit, trotzdem gut, weil ihr könnt die theoretisch in Hand behalten und dann, wenn ihr dann dran seid und der Gegner hat euch nicht brechen können, könnt ihr mit der trotzdem halt den Gegner umbringen. Das ist halt der Way, halt so cheesy OTKs zu drücken mit dem Deck, deswegen ist die auf jeden Fall ganz solide. Man könnte auch überlegen, die halt wirklich halt gar nicht zu spielen. Kann man machen, weil ich spiele aktuell 41 Karten und das wäre theoretisch die 41. Karte, aber ich fand sie halt zu gut, um sie nicht zu spielen. Dann haben wir das Nimble Package mit 3 Biber und logischerweise 2 Angler. Standard und auch wichtig. Ich habe manchmal die Überlegung gemacht, einen dritten davon zu spielen. Einfach aus dem Grund heraus, weil wenn ihr so eine Hand hier zieht, ist halt nicht so geil. Und deshalb könnte man theoretisch einen dritten Anker spielen, dass wir auch den auch im Deck haben. Dass wir halt auf jeden Fall was schicken können. Das funktioniert auf jeden Fall, aber dann können wir mich einen Angler specialen und dann können wir den anderen trotzdem noch senden. Das Problem ist halt, wenn ihr so eine Hand zieht, mit zwei Biber, dann habt ihr ein Problem. Deswegen könnte man halt anstatt den Angler auch einen Sunfish spielen, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich finde ich diese Ratio perfekt, weil ihr wollt halt nicht Bricks in eurem Deck spielen. Ihr wollt, also die sind schon Bricks, die sind wirklich Hard Bricks. Und mehrere Normal Summons davon zu ziehen ist auch doof. Dann spiele ich noch einmal das Mephi Package. Die beiden. Es macht Sinn, hier zu spielen, weil die euch einfach extra Value geben können. Und der Gigantic muss nicht resolven, damit die aufs Feld kommen. Das ist auch ganz nett. Und der Hard Draw von Katzi ist auch an sich ziemlich gut. Weil ihr müsst sie halt nicht über das CC machen, das ist halt nice, aber die Hardware zu haben, müsst ihr halt das CC nicht machen, könnt meinetwegen ein anderes CC bauen. Deswegen ist das auch auf jeden Fall ganz in Ordnung. Und dann spiele ich einmal diese nette Engine. Das ist einmal Dark Beckoning Beast. Dafür spiele ich zwei Opening und ich spiele eine Capsule. Diese sechs Karten hier erkläre ich einmal ganz kurz. Also, das Ding hier, die Fähigkeit, wenn die beschworen wird, also Normalbeschwörung, können wir uns die Karte adden. Die Karte hat die Fähigkeit, wenn die aktiviert wird, das könnt ihr by the way nur einmal pro Spielzug aktivieren, die Aktivierung dieser Karte, dann sucht die uns diese Karte hier. Das heißt, wir können normal zusammen den gehen, aktivieren die Karte, holen uns das Ding hier und der gibt uns eine zweite normal zusammen für ein Fiendmonster mit 0 ATK. Das könnte also das Ding hier sein. Es könnte aber auch sein, dass ihr sowas Nettes hier habt, wie eine Capsule. Das ist ein Fiendmonster mit 0 ATK. Dass euch eine Karte ziehen lässt. Ich finde die Engine ziemlich gut, weil die euch ein bisschen mehr Plays geben kann, wenn ihr, sagen wir mal so, aufgehalten werdet in euren Strategien. Das spielt natürlich extrem hart in den Droll rein, weiß ich. Aber ich glaube schon, dass es worth ist, die zu spielen. Denn ich finde, das Grindgame mit dem Deck ist halt ein bisschen kritisch. Und das ist eine Karte, die gibt euch halt wirklich ein bisschen Grindgame. Weil die Karte kann noch eine Karte aus dem Friedhof Spezial beschwören. Wenn ihr eine Karte abwerft, könnt ihr ein Fiendmonster mit 0 ATK vom Friedhof Spezial beschwören. Das kann entweder das Ding sein, das kann aber auch Capsule sein. Heißt, ihr könnt eine tote Karte aus eurer Hand mit Capsule, wenn ihr das halt weglinkt, zu einer anderen Karte machen. Und das finde ich halt wirklich nicht bad. Das ist vielleicht nicht der größte Dreh- und Angelpunkt dieses Decks, aber ich finde das auf jeden Fall eine ganz kleine nette Engine, um halt neben Biber andere Sachen machen zu können. Denn wenn ihr Biber Angler zieht und ihr habt die auf der Hand, müsst ihr nicht den Biber normeln. Das heißt, ihr könnt dann über die Engine das komplette Feld machen, könnt ihr Biber in der Hand für Vorlauf lassen, habt trotzdem den Angler in der Hand und könnt trotzdem zwei Biber aus dem Deck spezial beschwören.
Deswegen fand ich die an sich ziemlich, ziemlich nett. Und dann spiele ich dreimal Fenrir. Ich habe vorher anstatt Fenrir, habe ich Prosperity gespielt. Und grundsätzlich ist Prosperity eine unglaublich gute Karte. Was mir aber Fenrir gibt, ist eine extra Karte in der Hand, die ich sonst nicht hätte. Eine Karte, die ich im Endpot benutzen kann, dass ich sie liegen lassen kann, was unglaublich gut ist. Oder es hilft mir, dass ich meine Hand nicht unbedingt zu einer Brickhand mache. Denn diese Karte ist immer ein extra Buddy auf dem Feld. Und die plus Level 2 Monster ist komplette Combo. Prosperity ist nicht immer ein Level 2 Monster. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir einen Starter oder ein anderes Monster bekommen. Trotzdem müssen wir dann immer darauf hoffen, dass wir das kriegen. Und wir müssen immer 6 Karten banishen. Und das Grindgame von dem Deck ist eh nicht so gut. Und wenn wir halt noch Karten aus dem Extra-Deck banishen, ist das halt nochmal ein bisschen weniger gut. Deswegen finde ich, Fenrir ist wahrscheinlich die bessere Karte im Vergleich zu Prosperity. Könnt ihr mich gerne für roasten. Ich finde Prosperity nicht so gut wie Fenrir in dem Deck. Dann haben wir einmal unsere Interaktions-Engine. Das ist einmal Ash Blossom, Nip, Book und Enemy Controller. Es sind jetzt nur 12 Karten, weil wir die Fenris haben und halt die Beckoning Beast Engine. Das sind für mich aber die Karten, die am meisten Sinn ergeben. Das ist die einzige Karte, die an sich nur Second gut ist. Aber die ist Cost Second halt richtig gut. Deswegen mag ich die, weil die sehr viele Decks halt einfach instant outen kann, indem ich einen Zeus bauen kann oder irgendeine andere Schnelligen machen kann. Oder einfach meinen Bieber-Effekt, was ich protecten kann, indem ich die einfach weglege. Oder halt Jet und Sprint und keine Ahnung was einfach weglegen kann, um den Effekt zu resolven. Und da ist die halt wirklich Ghost Second richtig gut. Und die outet auch viele Decks, weil Monsterknoll vom Gegner ist aktuell ziemlich gut. Deswegen finde ich die Karte unglaublich gut. Ihr könntet anstatt dieser Karte aber auch Impermanent spielen. Das habe ich auch überlegt. Ich habe sogar überlegt, Impermanent zu spielen über Nibiru. Habe mich aber nachher doch für Nibiru und halt Enemy Control entschieden, weil ich finde die Flexibilität von der Karte halt unglaublich gut. Dass ich halt den Gegner damit halt wirklich interrupten kann. Wenn ich halt First Gun bin, habe ich die halt Set, ne? Kann den Gegner interrupten. Wenn ich halt Second gehe, ist sie halt unglaublich gut. Wir haben gleich halt übrigens für Book of Moon. Unglaublich gute Karte. Das war das Main Deck. Wie gesagt, 41 Karten. Und wer die 41. Karte ist, eigentlich Gamma Burst. Oder Capsule. Ne? Das ist die 41. Karte. Und ich fand beide Karten so valuable, dass ich beide spielen wollte. Deswegen ist das Deck jetzt auch 41 Karten. Dann kommen wir zum Extra Deck. Da gibt es nicht so nicht spannende Sachen zu entdecken. Es gibt so ein paar Takes, die ich halt habe, aber da werde ich kurz drüber sprechen. Wir spielen 2 Sprint. Klar, logischerweise auch ein bisschen wegen Kastira, aber primär ist das wirklich dafür da, weil wir manchmal auch den zweiten Sprint einfach brauchen, um nochmal einen extra Buddy aus Feld zu bekommen, damit wir halt einen Gigantic machen können, der ein bisschen stärker ist, damit wir über Sachen drüber rennen können. Das darf man auch nicht so schätzen, weil Gigantic mit 3-2 kann über sehr viele Dinge einfach drüber rennen und darüber einen Zeus machen. Und das ist manchmal echt hilfreich. Dann spiele ich ein Phoenix. Ich spiele kein Cerberus übrigens. Ich spiele wirklich nur einen Phoenix, weil ich die Seelenscherin spiele. Und die outet einfach ein paar Backrow-Karten, die halt ein bisschen nervig sind, gerade mit viel Trap-Picks im Format. Dann kann ich die Birth damit crashen von Kastira. Das ist auch ziemlich gut, wenn ich nicht gerade einen Zeus gebaut habe. Ist an sich eine sehr solide Karte und manchmal hilft es halt, wenn die Monster geklaut hat vom Gegner, die einfach wegzulegen in den Phoenix. Das reicht manchmal auch. Dann spielen wir zweimal Gigantic. Ihr könnt meinetwegen auch 3 spielen. 2 sind meiner Meinung nach komplett ausreichend, weil der Gigantic ist zwar gut, aber ihr müsst sie nicht resolven, um zu spielen. Deswegen ist das halt so, dann klaut er sich halt den. Okay, dann ist der weg, dann machen wir halt andere Sachen. Und in den Status kommt ihr meistens gar nicht, weil wenn ihr gegen Kastira spielt, bitte euch nicht die Karte klauen, weil das ist nicht das Problem von Kastira. Das Problem von Kastira ist das Ding hier. Und zwar Zeus. Das heißt, wenn ihr wirklich für den kompletten Zone-Lock geht oder euch in euer Ace reinguckt, wird ihr euch die Zeus klauen wollen. Und die musst du euch beide klauen. Und deshalb wird er anfangen, den ersten zu klauen und dann gucken, dass er den zweiten eben kriegt. Und deswegen spielen wir auch zweimal Zeus. Ich würde euch ohne 11 immer 2 Zeus spielen, weil ihr habt halt nicht wirklich ein Grind-Game und da ist halt an sich ziemlich gut. Aber wegen Kastira ist es nochmal ein bisschen besser, 2 davon zu haben. Weil dann müssen sie den ersten klauen. Und den zweiten werden sie euch auch irgendwie versuchen zu klauen, wenn ihr nicht vorher den machen könnt. Und da ist halt der Sprint hier, der Gigantic ist relativ safe. Nicht immer, aber relativ. Dann spielen wir noch einmal Mannequin Cat. Ich habe jetzt in meinem Side-Deck keine Targets da drin, aber es gibt ein paar witzige Side-Deck-Karten, die ihr spielen könnt, wie Jinzo, wie Goliath und wie Ryo.
Können wir alles machen, aber die ist primär dafür da, dass ich mir Monster vom Gegner zurückholen kann, damit ich anstatt über Gigantic halt über den halt Sprint bauen kann. Damit ich anstatt über Gigantic über den hier halt meine ganzen Sprites wieder zurückholen kann. Der ist an sich auch ganz okay und der kann es helfen halt, um nervige Monster drumherum zu spielen. Denn du kannst mit dem, wenn du zum Beispiel gegen irgendein Random Deck spielst, was dir halt ein Tower-Monster dahin legt, kannst du einfach mit der ein anderes Monster aufs Feld holen und dann halt darüber angreifen und halt für Game gehen. Das kann manchmal echt hilfreich sein, deswegen ist die ganz gut Karte. Und was viele auch vergessen, wenn ihr gegen Kashtira spielt und der spielt halt wirklich Shifter, was ja wirklich passieren kann, dann könnt ihr, wenn ihr First geht, könnt ihr einfach Mannequin Cat bauen, könnt den Shifter aus dem Grave specialen und könnt dann damit halt die ganzen Sprite-Monster holen und dann damit eure Combo machen. Und das heißt, ihr endet dann auf Malphite plus halt das Ding hier und ihr habt einen Shifter auf dem Feld. Shifter kann die Dinger nicht überrennen. Und der kann halt keine Monster beschwören, weil er halt den Shifter umfällt. Das heißt, er muss halt Burr Fartron, damit er spielen kann. Und das macht die Karte halt gegen Shifter selber in Kashtira ziemlich gut. Deswegen würde ich die auf jeden Fall auch da spielen. Ninja ist zum OTK da. Brauche ich eigentlich nicht erklären. Ihr habt zwar nicht mehr unbedingt so krass viele Monster mit den OTKen könnt, aber es kommt halt doch auf, dass die Karte wirklich euch das Game bringt. Dann habe ich noch Jinbas hier drin. Ich habe den nur noch hier drin, weil ich ja extrem viele Dark Monster spiele mit der Beckoning Beast Engine und mit Capsule. Das heißt, es kommt mal vor, dass ich einen extra Buddy noch habe in meiner Standard-Kombo. Und dann kann ich manchmal den Jinbas noch daneben legen. Deswegen finde ich den schon wichtig zu haben und deshalb würde ich ihn auch spielen. Onimimaru ist definitiv mandatory. Die Karte rettet euch so viele Games. Und die ist auch wirklich hilfreich mit den Gambus OTK, dass ihr halt das eine problematische Monster halt weglegen könnt. Dafür ist sie unglaublich gut. Und dann spielen wir noch das kleine Melfi-Package mit Melfi des Waldes, den Herald und die fröhlichen Melfis. Grundsätzlich könnte man den cutten gegen eine andere Karte. Es gibt halt nur nicht wirklich viel bessere Karten, die man spielen kann. Deswegen ist die Karte schon gut zu haben, weil die halt gegen Kashtira, wenn die wirklich Burr haben, ziemlich gut ist. Weil dann normal halt das eine Monster und dann schwört ihr halt den, baut es auf die Hand zurück, dann könnt ihr auch nicht mehr spielen. Ist also ziemlich gut. Und das Side Deck. Die beiden Karten sind wichtig, weil wenn ihr Second geht, seidet ihr immer die beiden Melfis raus. Und das sind quasi beide Slots, die ihr rausseidet. Und dann seidet ihr die Go Second immer rein. Weil ihr nehmt immer die Melfis raus und die sind eigentlich gegen jedes Deck gut, wenn ihr Second geht. Deswegen kommen die immer rein. Und dann je nach Matchup haben wir halt Cosmic Cyclones. Kaijus können manchmal auch ziemlich gut sein. Evenly. Dann drei Lanzen. Die Lanzen sind halt gut gegen Kashtira und die sind gut, wenn ihr First geht. Denn die Karte outet Evenly automatisch. Das heißt, ihr müsst Carrot nicht für Evenly benutzen. Und es werden sehr viele Leute Evenly im Side-Deck spielen. Unglaublich viele Leute. Deswegen ist es auf jeden Fall gut, dass ihr die Lanze auch dafür habt. Und dann spielen wir einmal die Karte im Side-Deck. Denn ich möchte ihn nur in meinem Deck haben, wenn ich wirklich weiß, ich gehe First. Dann ist die Karte in 10. Versteht mich nicht falsch, die Karte ist richtig, richtig gut. Aber sie ist nur richtig gut, wenn ich weiß, ich gehe First. Aber wenn ich die Karte Second ziehe, habe ich echt ein Problem. Weil dann habe ich eine Karte auf Hand, die ich halt nicht benutzen kann. Und eigentlich möchte ich, wenn ich Second gehe, so viele Karten von meiner benutzen können wie möglich. Und deswegen ist die im Side-Deck drin. Und ja, das wäre meine Sprite-Liste für London gewesen, hätte ich teilnehmen können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Und probiert das Deck mal aus. Es ist auf jeden Fall cool, es macht Bock. Es ist halt ein Meta-Contender, nicht umsonst. Es ist ein gutes Deck. Spielt es mal für euch selber. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.